Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil 7. Hier haben wir gerade mal ein Telefon. Die sehen immer so angeranzt aus. Immer wieder keine Verbindung. Okay. Die Karte. Was haben wir hier? Wir können jetzt Sachen kombinieren. Ah, nice. Heilen wir uns mal. Hier haben wir eine Kiste. Verteidigungsmünze. Macht den Körper strapazierfähiger. Okay, cool. Ich glaube, die brauchen wir erstmal. Kann es sein, dass wir die nicht mehr brauchen erstmal? Die Antike. Eine Versorgungskiste. Was ist das denn? Von Zoe. Da ist voll viel Heilzeug drin gewesen. Okay. Die Kiste aber, glaube ich, brauchen wir erstmal nicht mehr. Da haben wir ziemlich viel Heilkrams dabei. Leckere Socken. Na gut. Das ist anscheinend so ein Safe-Raum. Wir sind im Waschraum. Können wir durch die Garage raus? Moment, im Wohnzimmer waren wir gar nicht. Okay. Telefon? Jetzt doch, oder wie? Gut gemacht, Ethan. So, ich stimmt's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Vielleicht geht mein Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Okay. 13. Ein Kodex. Ja. Sehr nett. Ist der Vater jetzt noch hier drin? Okay. Es ist mir gerade hier einfach viel zu ruhig. Drei Männer auf Erkundungstour vermisst. Okay, ich bin jetzt... Ach so, das ist wahrscheinlich... Das ist die Story über die drei, die... Aha, Pistolenmunition. Moment. Ach, da muss ich so ein Teil dranhängen anscheinend, so ein Gegengewicht. Der atmet immer so schwer, ich hab immer das... Oh Gott, war das der Stuhl? Kann man jetzt die Tür wieder zumachen? Lol. Das gab mal Erfolg, die Tür zuzumachen. Wo war denn das Klopfen hier? Wo klopft das denn hier? Machen Sie auf! Was denn? Polizei? Hey, Sie müssen mir helfen. Ganz ruhig, zurück. Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein. Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen mich? Ja, bitte. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt. Tja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Was? Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden wir. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole.
Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Ein verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, besser als jetzt. Gar nichts. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Es ist besser als gar nichts. Definitiv. Damit kann ich zum Beispiel sowas machen. Garage. Sollte ich vielleicht erstmal hier außen noch was gucken? Konnte ich nicht hier unten noch Sachen... Moment, ich guck mal ganz kurz hier runter. Kann ich hier nicht Sachen zerhauen? Vielleicht mit dem Messer? Ich guck mal gerade. Da ist ein... Hier ist nichts. Oh Gott, Honey, erschreck mich nicht so. Okay. Gut, dann gehen wir zur Garage. Immerhin haben wir ein Messer. Das ist anscheinend Blocken, okay. Ich finde, das Blocken sieht irgendwie so aus, als würde ich das einfach nur so vor mich halten. Also wenn das hier Blocken ist, die andere Maustaste. Ach nein, mittleres Blocken. Lol, was ist denn dann das? Das ist Blocken. Oh, wir speichern kurz. Ich bin paranoid geworden in diesem Spiel. So. Okay. Was macht dieses klackende Geräusch? Dieses Haus macht sowieso permanent irgendwelche Geräusche. Ich weiß nicht, sollen wir vielleicht erstmal nochmal nach da vorne gucken? Dass man sich nicht um die Ecken lehnen kann, ist voll übel. Was sind denn vor allem die anderen? Was ist das hier? Was soll man da verwenden? Was fehlt denn da? Ach, da fehlt der Unterkörper von dem Pferd. Ich sehe es. Okay. Wundert euch nicht, dass ich so viel rumgucke. Ich genieße das gerade, dass ich hier anscheinend sicher bin. Und deswegen gucke ich mich lieber ein bisschen genauer um an den Stellen, wo ich mich für sicher halte. Okay, gehen wir runter. Aber eine Pistole, glaube ich, bekommen wir tatsächlich dann von dem Polizisten, weil ich glaube, dass er nicht mehr lange leben wird. Irgendwie lebt jeder nicht lange, den wir treffen. Das hätten wir... Das konnten wir nur mit dem Messer öffnen. Hey, wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Oh, oh. Hey, das Tor auf! Das Stopp. Tor aufmachen! Das Stopp! Tor Stopp! Scheiße, ah. Ich werde jeden Einzelnen von euch um. Pistole, Pistole, Pistole. Ah, jetzt weiß ich nicht, wie ich blocken kann. Oi. Versuch mal immer nur auf seinen Kopf zu zielen. Du kannst mir wehtun. Irgendwie ist der. Oh. Der ist ziemlich langsam eigentlich. Nein. Oh Gott, ich dachte. Der kommt nicht so weit.
Lauf, 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 lauf. Space ist auch blocken. Okay, okay, okay. Meine Güte, was hält der denn aus? Ein Schuss noch. Autoschlüssel. Heißt das, ich habe die ganze Munition gerade auf ihn verschossen? Es ist vorbei, Junge. Nein, ist es nicht. Nein, nein, nein. Okay, okay, du fährst. Was zum Teufel? Was geht denn mit dem falsch? Kiste, Kiste, Kiste. Oh Gott, ich hab nur ein Messer. Machen wir überhaupt irgendwas mit dem Messer? Was zum... Was zum Teufel war das denn? Nach Objekten ausschau, die uns im Kampf helfen können. Ich find's ja nett, dass sie direkt immer einen Tipp danach reinhauen. Okay. Also anscheinend machen wir dem Kerl überhaupt keinen Schaden. Hey, wir müssen hier raus, verdammt. Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten. Antworten Sie endlich. Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor auf! Stopp! Das Tor aufmachen! Das Tor wieder! Okay, lass uns die Pistole. Warum liegt der nicht da hinten? Scheiße! Okay, okay. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Ich wollte gar nicht drauf schießen. Schnell den Schlüssel. Okay, Chemikalien. Ins Auto rein. Okay. So, zurück, zurück, zurück. Wo ist er hin? Da ist er. Haben wir ihn? Moment, was? Oh Mist! Wo kommt der her? Das ist Auto, Eva. Wo kommt der her? Scheiße! Beenden wir das! Du und ich! Hilfe! Es kommt noch ein Krankenwagen draußen! Oh Gott! Oh ja! Wollen wir eine Spritztour machen? Nein, nein! Nein! Ja. Nein. Hey, Scheiße! Lebe ich noch? Okay. Diese Familie ist so verrückt. Bin ich jetzt schwer verletzt oder nicht? Ich sehe mal das nicht so ganz, ob ich... Moment.
angestellt hast. Das ist nicht vorbei, was denn? Weißt du? Geh weg! Was geht denn? Jetzt sind wir auf jeden Fall verletzt. Wo sehe ich denn eigentlich, wie schlecht es mir geht? Da unten. Das ist eigentlich noch grün, oder? Oh, was zum... Deine Aufmerksamkeit, Junge. Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Was geht denn mit dem falsch? Das ist Pistolenmunition. Toll, der ist jetzt tot. Das Auto ist im Arsch. Aber ich sehe jetzt hier alles so leicht blutig. Heißt das, dass ich irgendwie... Moment. Oh Gott, ich dachte, er ist aufgestanden. So, wie ich das immer über den Arm kippe. Okay, geh mich hier nach oben. Oh Gott. Da mal das... Nee. Doch, das ist der Unterkörper von dem... Ja, ganz genau. Das ist der Unterkörper von dem Haupttor, glaube ich. Es ist die Frage, hätten wir hier direkt hochgekonnt? Was war das? Shotgun-Munition. Und können wir jetzt... Ja, wir können... Sehr gut, haben wir wieder ein bisschen Platz gespart. Chemikalien also und diese Kräuter ergebende Heilmedizin. Ah, wir sind jetzt hier oben. Da, wo wir reingekommen sind. Soll ich das Tor wieder aufmachen? Ich weiß nicht, ob wir hier drin noch irgendwas brauchen, aber... Da vorne ist der Safe Point wieder. Gut. Dann einmal speichern. Und dann mache ich hier erstmal eine Pause. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, ciao, ciao.